Hallo liebe Kinder, ich melde mich heute wieder vom Bauernhof. Ich hoffe, euch ist nicht ganz so langweilig zu Hause. Wir haben euch ja ganz viele Videos hochgeladen, die ihr euch anschauen könnt. Ganz viele tolle Bastelideen. Und wir, sieht zwar ein bisschen komisch aus, wie ich heute hier verkleidet bin, aber das ist ganz wichtig, und zwar, dass mich nichts sticht. Denn wir schauen uns heute mal die Bienen an. In solch einem Bienenkasten, wie wir ihn hier haben, leben ungefähr 20.000 Bienen. Das sind so viele, wie es Einwohner in Nidderau gibt. Ganz wichtig ist es, ein gutes Feuer zu machen, was ganz dolle raucht. Weil das brauchen wir, dass wir das in den Bienenstock ein bisschen reinpusten können. Dann denken nämlich die Bienen, es brennt, und dann wollen sie wegfliegen und hauen sich davor noch richtig den Magen voll. Und wenn sie dann so vollgefressen sind, sind sie ganz träge und vollgefressen und beruhigt. Hier sieht man die Waben und hier haben auch die Bienen schon ganz fleißig Honig eingetragen. Den sieht man hier schon in den Waben glänzen. Wir hängen jetzt solche Mittelwände in den Bienenstock rein, damit die Bienen sich daraus tolle Waben ziehen können. Die machen sie dann voll mit Brut. Das bedeutet, sie ziehen sich neue Bienen heran. Oder sie füllen sie mit Futter. Das bedeutet für uns Honig.